Zuerst hier. Und ist das jetzt einfach nur Vollständigkeit oder ist das schon Show? Das ist schon eigentlich eine gute Sache, dass man in der Öffentlichkeit bleibt, was man hier so macht. Ja, dass halt die Schicht ist, die halt auch zur Stadt Bernau mit dazu gehört. Da es gibt viele Bunkeranlagen, die halt Probleme, sag mal, mit der Öffentlichkeit haben, wo Städte hier meinen, irgendwelche Ämter den Stein in den Weg schmeißen. Hier ist es eher umgedreht. Ja, hier ist es eben, dass man sagt, lass die mal machen. Bitte schön, Herr Entwürfen. Ja. Gehen wir einfach mal in die Etage tiefer. Auch Mist. Ja. Ich muss mir erstmal ein bisschen einkleiden. Um 12 Uhr am Stilling. Warum ist 12 Uhr am Stilling? Ja. Nee, mache ich den nicht. Dann haben wir nach der Wende den militärischen Dienst übernommen, das Ende 91. Dann haben sie hier angefangen zurückzubauen. Die Bundeswehr wollte hier drin Sprengversuche durchführen, weil das hier ein Typenbau ist, welches die DDR in den Iran-Irak verkauft hat. Also war ja quasi eine Vorzeigeanlage. Deswegen hatte man vorher für so eine Sprengversuche durchgeführt, haben die Main ringsherum verhindert, glücklicherweise. Man hat Ladeburg als einzigen Bunker nachgebaut in den alten Bundesländern und hat dort Sprengversuche durchgeführt. Man hat auch speziell für diesen Bauwerkstypen hier ein Waffensystem entwickelt, wo die Bundeswehr aktuell, also was ich jetzt weiß, 70 Stück im Bestand hat. Wir hatten die Amerikaner hier, wir hatten auch die Bundeswehr hier. Wir haben denen viele dumme Fragen gestellt, nicht die Antworten gekriegt, die wir haben wollten. Nach der Bundeswehr kam dann der Verschlusszustand. Die haben es also eben verschlossen, verschweißt, Eingänge mit Bauschutt verfüllt. Dann kamen die Vandalen, ja, irgendwann Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre. Und 2001 hat der Tierschutzverein hier gekauft. Haben dann jemanden gesucht, der sich hiermit so ein bisschen beschäftigen möchte. Ja, dann kam ich auf den Plan. Der Plan war eigentlich nur so 2-3 Jahre. Weil die Anlage war komplett leer. Wissen bei Null. Ja, und jetzt sind wir fast im 20. Jahr. Also das ist so lange geht, hätte ich selber nicht gedacht. Wir haben ja ganz viel Unterstützung von Ehemaligen. Wir hatten die komplette Führungslinie hier gehabt und haben uns davon überzeugt, dass das gut ist, was wir hier machen. Ja? Und wir haben hier, ich meine, euch brauche ich ja nicht viel erzählen, aber dem normalen Besucher, dem musst du schon die Wahrheit erzählen. Ja, und wenn du hier Ehemalige hast, die drinnen was zu sagen hatten und die sich nicht outen, sondern erst nach der Führung outen und sagen, stellen jetzt zu 90% oder 95% alles richtig, was du erzählst, ist das quasi für mich eine bestandene Prüfung. Ja, damit verhindern wir einfach mal, dass wir dem Besucher irgendwelchen Blödsinn erzählen. Ja, weil es genau das, was wir nicht wollen. Ja, das können andere machen, wir wollen es nicht machen. Ja. Hatten die hier oben einen Tori und einen Vektor? Was hatten die? Einen Tori und einen Vektor. Vektor nicht, Tori und Senator. Geht da einfach so, wie die Türen offen sind? Also nur massive Dinge haben sie in Strausberg nicht. Ja. Weiß ich nicht, wann Strausberg nicht gelost hat. Ja, Sie können jetzt aussuchen, hier oben.
Hin? Im Pionierferienlager. Wo sind die denn jetzt alle hin? Wo müssen wir hin? Runter. Wie bitte? Runter. Runter, okay. Wir sind ein bisschen lahm. Hey, ich weiß, es gibt so viel zu sehen. Ja. Ist immer schwierig. Was ist das jetzt? Das ist ein Kurzwellenempfänger, das ist ein Demodulator für Fernschreiben. Und den Fernschreiber haben wir da drüben. Das, was der gerade empfängt, das ist auch noch ein Ja. Okay. Das ist ja sehr aktuell. Dankeschön. Arme Variante als Schrotthilfsfahrzeug für Flugzeuge. Ja, mal gucken, ich würde es jetzt mal versuchen anzumachen. Die Schölke hat auch eine kleine Turbine drin, hat irgendwie.